Hi alle, ich stelle euch heute das Bikini Bag von Capelli vor. Da ich selber sowas noch nie gesehen habe, dachte ich, ist das vielleicht ganz interessant mal. Und das Bikini Bag ist dafür gedacht, den nassen Bikini nach dem Schwimmen, wenn man am Meer, am Pool, Fluss vielleicht auch, oder am See war, den dann nachher reinzutun und dann nach Hause zu transportieren, ohne alle seine anderen Sachen, wie zum Beispiel Telefone, iPods, Bücher und alles andere, was man dabei hat, nass zu kriegen. Ich selber kenne das Problem und wäre froh, wenn es funktionieren würde. Und deswegen dachte ich, teste ich das mal für euch. Erstmal, wie es sich anfühlt. Von außen ein bisschen wie ein Handtuch, frottimäßig und weich, sehr weich. Von innen so eine Folie, glatt, wasserabweisend. Soweit so gut. Sieht vielversprechend aus, aber ist es? Als erstes probieren wir mal Bikini. Passt der rein? Passt. Schön dünn noch. Man kann es auch einmal umknicken, so in die Tasche packen. Ist nicht so, dass das jetzt viel Platz braucht. Und was mir jetzt auffällt, das ist sehr weich. Das heißt, also ich selber mag gerne ein Kopfkissen haben, wenn ich am See oder am Strand liege. Und ich denke, das kann man ziemlich gut dafür benutzen. Auch wenn man nasse Haare hat. Jetzt ist halt Handtuch, das wird nicht nass. Also wird schon nass, aber wird nicht eklig. Und die wichtigste Frage natürlich, hält es, was verspricht? Kommt kein Wasser raus. Deswegen habe ich einmal diese Wanne vorbereitet. Bikini rein. Schön nass machen. Alles gut. Bisschen mehr Wasser noch, kann nicht schaden. Das ist leer machen. Gut. Bikini nass. Tropfend nass. Bikini weg her. Bikini rein. So machen. Quetschen. Tropft nichts raus. Fühlt sich nicht nass an. Alles super. Also, ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich dachte mit den Nähten, dass es vielleicht nicht 100% hält, aber ist gut. Gelöst. So, das war von mir für heute. Bis nächstes Mal.